By all of the things I never had. Hallo, guten Hallo. Tag. Hört man uns? Ja, ich glaube, ich bin zu hören. Ich höre mich. Hallo, Test. Ich glaube, mich hört man auch ganz gut. Ja, wir dachten, wir machen das einfach ein bisschen lockerer und erzählen euch einfach so ein bisschen die Geschichte hinter Coro, was bis jetzt passiert ist und wie das alles zu Coro kam. Weil wir ziemlich viel irgendwie durchgemacht haben, auch ganz lustige Sachen und dachten, wir machen das mal ein bisschen lockerer und haben die Slides jetzt noch auf den letzten Drücker geändert und hoffen, dass der eine oder andere am Ende ein bisschen was mitnehmen kann. Genau. Ja, vorgestellt wurden wir ja schon. Müssen wir uns nicht mal vorstellen. Genau, vielleicht einfach allgemein so ein bisschen Coro, also wie ist es eigentlich entstanden? Was war die Idee hinter Coro? Wie ist Coro zu Lebensmitteln gekommen? Genau, also ich habe damals im Jahr 2014 habe ich noch Jura studiert und habe dann während meiner Studienzeit relativ viel Zeit gehabt, habe im Kopierladen gearbeitet nebenbei und habe dann ein Buch gelesen, Kopf schlägt Kapital von Professor Faltin. Das kennt vielleicht einige von euch. Professor Faltin war mal Professor an der FU. Der hat in dem Buch einen Ansatz beschrieben, wie man Unternehmen gründen kann, auf Basis von der Auslagerung von Unternehmensteilen und Produkte in Großpackungen anzubieten und weiterhin eben Handelsstufen zu überspringen. Und ich fand das damals super spannend als Student und dachte, das ist super, super, eine super Idee, einfach um mal auch was Eigenes zu machen, um mit relativ wenig Kapital in den Markt mal reinzukommen. Und es war super cool und dachte, der Ansatz ist aber ein bisschen zu wissenschaftlich, weil der Professor halt den Ansatz vertritt, dass man beispielsweise sowas wie Transaktionskosten oder so dann eben weglässt. Und ich dachte halt, gut, gucken wir mal, was sich so ergibt. Und bin dann tatsächlich damals mit meinem Kollegen Robert, so ist auch der Name Coro entstanden, also Costa quasi meine Initialen und Robert, Coro, ja, sind wir dann tatsächlich durch den Supermarkt gelaufen. Durch die gängigsten Discounter und haben halt geschaut, was gibt es eigentlich für Produkte, die man so in Großpackung eigentlich angehen kann. Ja? Und dann geschaut, alles rauf und runter analysiert und haben dann überlegt, gibt es Innovationen eventuell, was man vielleicht besser machen kann? Gibt es ein Produkt, wo wir irgendwie einen guten Preisvorteil generieren können? Und haben dann wirklich hin und her geschaut und haben dann nach einer längeren Zeit das größte Knüllerprodukt der Welt für uns entdeckt. Ja? Die größte Innovation der letzten Jahre. Waschmittel. Ja. Wie kommt man eigentlich zu Waschmittel? Also wir haben dann verschiedene Lieferantendatenbanken benutzt und haben einfach relativ viele Lieferanten angeschrieben im Querbeet, also im Drogeriebereich allgemein, Foodbereich und so und haben einfach eine standardisierte Nachricht rausgeschickt, wo wir geschrieben haben, ob es Möglichkeiten gibt, dieses Konzept abzubilden, sprich in Großpackungen, ob es Hersteller gibt, die Produkte vielleicht in einer anderen Weise, Art und Weise abbilden können. Und haben dann Antwort bekommen von verschiedenen Drogerielieferanten aus der Umgebung von Köln. Und die haben tatsächlich Überproduktion von den Dalli-Werken, also die Dalli-Werke sind der Hersteller für verschiedene Arten von Spülmaschinentabs oder von Waschmitteln, die bei Aldi und bei Lidl vorwiegend angeboten werden. Die kaufen diese Überproduktion von Dalli auf und haben sich dann darauf spezialisiert, diese Produkte einfach in Großgebinden abzufüllen. Und das war so der Eintritt. Das haben wir dann gemacht und haben dann einen relativ guten Preis angeboten, so für 10 Kilo Waschmittel und 500 Stück Spülmaschinentabs. Das war so eine Riesenpackung, die eigentlich bis zum Lebensende hält, wenn man so will. Also 500 Tabs ist schon ganz schön viel, wenn man sich mal überlegt, wie oft benutze ich meine Spülmaschine und wie lange brauche ich, um 500 Tabs irgendwie zu verbrauchen. Aber es hat ganz gut funktioniert, weil wir einen sehr, sehr guten Preis hatten. Also wir haben angefangen über eBay und Amazon. Das lief das erste Jahr auch ziemlich gut, bis wir irgendwann gemerkt haben, wir werden kopiert. Und nun, also der USP war halt der einzige, der Vorteil sozusagen war der Preis. Ja? Und irgendwann ist einer günstiger als du und dann hast du ein Problem. Und es gibt halt gewisse Möglichkeiten, dass man diese ganzen Lieferanten noch ein bisschen verhandelt. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist so eine relativ krasse, ich sag mal, Draufgängerbranche. Ja? Alles so, diese Lieferanten sind so ein bisschen, ziemlich direkt. Also man muss dann schon richtig hart mit denen verhandeln, damit man wirklich einen Preis kriegt, der wirklich günstig ist. Und
irgendwann geht es dann auch nicht mehr, bis dann meine Frau dann irgendwann gesagt hat, lass uns doch mal Lebensmittel ausprobieren, weil sie als Vegetarierin eben viele Rohstoffe eingekauft hat und so und das am Markt relativ teuer war. Und wir dann gesagt haben, okay, dann probieren wir das mal aus, haben dann das Gleiche nochmal gemacht, haben dann neue Lieferanten gefunden für Lebensmittel in dem Fall und haben dann überlegt, machen wir das als separaten Shop, gründen wir das aus oder packen wir das einfach auf die Koro-Seite rauf. Und wir haben dann tatsächlich das auf die Koro-Seite raufgepackt, hatten dann eine relativ lustige Seite, die war relativ clean, da gab es dann Waschmittel, ja, neben Macadamia-Nüssen zu kaufen. Sah ziemlich cool aus, ja. Aber hat funktioniert, ja, muss man sagen. Und haben dann schrittweise das Sortiment ja, schleichend ausgetauscht. Sprich, haben dann die Waschmittel ausgelistet und die Spülmaschinentabs und haben dann immer mehr Lebensmittel gemacht. Und ja, das lief dann auch ganz gut, bis dann mein Kollege, der Robert, sich dafür entschieden hat zu sagen, er möchte nicht mehr. Und hab dann überlegt, gut, mache ich das alleine weiter und habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen von Piran und dachte zuerst, was will der eigentlich von mir jetzt hier irgendwie... Affiliate Marketing, glaube ich, war das oder so. Und denke, was will der von Affiliate Marketing? Na gut, triffst du dich mal mit dem. Mal gucken, was das für einer ist. Haben wir uns getroffen in der Uni, haben dann gemerkt, die gleiche Connection, die gleiche Wellenlänge. Und ich meinte dann, hast du nicht Lust, bei Koro irgendwie einzusteigen? Dann hin und her überlegt und hat da erstmal angefangen als Werkstudent. Und wir haben dann gemeinsam den Laden neu organisiert. Haben dann irgendwie, ja, den Laden neu aufgebaut, Koro 2.0 draus gemacht, dass wir dann wirklich nur Lebensmittel gemacht haben, uns nur auf Lebensmittel fokussiert haben und dann auch so ein bisschen die Bereiche aufgeteilt. Also ich habe dann nur noch, in Anführungszeichen, Finance gemacht und die ganze Prozessgestaltung, Prozessoptimierung. Und das ist dann auch, ich sag mal, genug zu tun, ja, also es ist spannend. Man ist relativ stark in diesem Prozessding fokussiert, weil man eben gerade wenn man so mit verschiedenen Komponenten arbeitet, also wir haben halt Logistiker, Steuerberatung und IT ist alles ausgelagert, so im klassischen Faltin-Konzept. Und da war tatsächlich die Herausforderung zu schauen, wie vernetze ich das alles eigentlich auf einer Plattform? Also wie baue ich meine Strukturen, dass ein Kunde, wenn er bestellt, relativ effizient, ich sag mal, durchläuft, ja, und wir eben nicht diesen händischen Aufwand haben, also Pakete packen zu müssen und uns auf das Kerngeschäft quasi fokussieren können. Und ja, das mache ich heute noch. Macht ziemlich viel Spaß. Ist auch total verrückt, wenn man irgendwie dann mal zum Lager fährt und dann irgendwie sieht, ich habe irgendwie einen Container mit irgendwie Datteln und dann erstmal feststellt, ja, was das eigentlich für ein Volumen ist. Also das kann sich eigentlich keiner vorstellen, wenn man da irgendwie vom Computer sitzt und dann irgendwie mal eine Zahl einbucht, denkt so, ja gut, 2000 Kilo, gut 2000 Stück. Und dann stehst du da im Lager und hast so einen riesen Container vor dir und denkst so, verdammt, was mache ich damit? Ja, also es ist so viel. Und das war tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja, und das läuft eigentlich ganz gut mittlerweile. Also es gibt viele, viele spannende Stories. Und ich denke, Piran erzählt vielleicht, wie er zu Koro gekommen ist, dann, nachdem meine er mich kennengelernt hat. Ja, ich nehme das mal. Ja, also es war halt relativ großer Zufall. Ich war damals begeisterter Koro-Kunde, habe ein halbes Jahr lang sehr, sehr intensiv Sport gemacht, so ein bisschen Richtung Bodybuilding und Ernährung optimiert und so weiter und so fort. Und habe gemerkt, es ist halt relativ teuer, wenn man sehr viel isst. Und gerade hier Nüsse, Trockenfrüchte kosten viel, sind im Handel erstens teuer, zweitens qualitativ nicht super. Die sind meistens geschwefelt und gezuckert. Und dann bin ich irgendwie über ein paar Influencer damals auf Koro gestoßen und fand das sehr spannend. Habe da irgendwie ein, zwei Mal bestellt und habe dann dem Costa diese Mail geschrieben, von der er gerade erzählt hat. Und dann haben wir uns getroffen, haben gemerkt, es funktioniert ganz gut. Habe da am Anfang geholfen, Cashflow-Tabellen zu bauen, den Cashflow zu planen, dann das Marketing ein bisschen aufzuräumen und irgendwann wollte der Co-Gründer, also der Robert, das Roh vom Koro wollte raus und wir hatten Seedphasen-Investoren drin und ich hatte tatsächlich noch ein bisschen Geld gespart und dachte, gut, Costa, soll ich dem nicht mal ein Angebot machen oder so, vielleicht komme ich da irgendwie rein und wir können es gemeinsam machen. Und dann hieß es erstmal von den Investoren, was will der komische Werkstudent, nee, machen wir nicht. Und das hat sich ein bisschen gezogen. Ein halbes Jahr lang haben wir diskutiert, verhandelt. Und letztendlich habe ich aber die Seedphasen-Investoren und Robert rausgekauft, mit dem Costa zusammen. Und dann hatten wir einen relativ harten Sommer 2016. Dachten, der Umsatz geht so um 30% zurück, waren 50%. Knapp an der Insolvenz vorbei. Dachten, wir suchen mal einen Investor. Viele angeschrieben, viele Absagen.
Und zufällig haben wir hier den jungen Mann, den Dr. Georg Kofler, kennengelernt von der Social Chain Group. Das ist der ehemalige Gründer von ProSieben und der fand das Thema super spannend. Der Vibe hat gestimmt. 2 Wochen später hat er investiert mit Eigenkapital, 750.000 Euro. Januar 2017 kam das auf dem Konto an, da dachten wir, okay, das war kein Scherz. Und haben dann zum ersten Mal angefangen, eine richtige Firma daraus aufzubauen. Wir haben das Lieferantennetzwerk vergrößert, wir haben Mitarbeiter eingestellt, wir haben viele schlechte Mitarbeiter eingestellt und haben von da aus die Coro quasi wirklich aufgebaut. Wir waren auf jeder Lebensmittelmesse, auf der Biofach, auf der Anuga, auf der Sial und haben erstmal versucht zu verstehen, wie funktioniert das Geschäft. Und haben gemerkt, dass unser eigentlicher Benefit, wir machen haltbare Lebensmittel in Großpackung online, die Flexibilität in der Verpackungsart und Größe ist. Denn wenn ich jetzt beispielsweise, wir beziehen Mangos, getrocknete Mangos aus Burkina Faso, wenn ich zu denen gehe und sage, ich brauche 100 Gramm Verpackung mit bedruckter Folie, Displaykarton, einzelhandelsgenormt und gerecht, das funktioniert nicht. Dafür haben sie weder die Maschinen noch das Know-how. Wenn man aber sagt, statt 10 oder 5 Kilogramm Plastikbeutel einfach 1 Kilogramm Zuschnitte, einfach verschweißt, schwarz-weiß Vorder- und Rückseitenetikett, dann findet man meistens einen unternehmerischen Kompromiss zwischen Produzent und uns als Handelsfirma. Und diese Flexibilität ist halt eigentlich der Schlüssel, dass wir so vertikal integriert einkaufen und auch größtenteils den Preisvorteil weitergeben können an den Kunden. Genau, das heißt, wir versuchen und können auch oft einen sehr attraktiven Preis pro 100 Gramm anbieten, was oft bei den vergleichbaren Produkten unser Alleinstellungsmerkmal ist. Und daneben haben wir noch eine breite Range aus Produkten, die wir sehr, sehr spannend finden, die wir irgendwie Produkte entwickeln, bei denen wir geschützte Rezepturen haben. Genau. Und das in Verbindung zu hier dieser Slide, was wir ganz spannend fanden, ist, wenn man sich jetzt Whole Foods, Albert Heijn, Tesco und so weiter anguckt, dann sieht man, dass der stationäre Handel immer mehr in Richtung so Convenience geht, Fresh Products, Chilled and Frozen Products, das ist super stark im Handel. Alles, was irgendwie haltbar ist, das kann man online meistens deutlich effizienter machen. Und das ist quasi das Geschäftsmodell von Coro, sich auf diese letzte Kategorie, auf diese letzte, auf das letzte Vertical zu fokussieren und da wirklich einen Mehrwert zu bringen. Wir haben aktuell knapp 310 Produkte im Sortiment, fangen jetzt auch mit den innovativeren Produkten im Handel an und schauen mal, wie das läuft. Haben letztes Jahr 3 Millionen Euro Umsatz gemacht, dieses Jahr wert so um die 5 Millionen Euro. Und was ich persönlich aktuell sehr, sehr spannend finde an Coro, also ich habe kurzer Hintergrund Marketing aufgebaut, Einkauf aufgebaut und jetzt Tech aufgebaut, alles, was man im Frontend sieht, ist so einen kleinen Twist reinzubringen. Weil eigentlich machen wir relativ simple Sachen, wir sind Händler. Und was wir spannend finden, ist die Art und Weise, wie man irgendwie Dinge verkauft. Und die Slide habe ich leider nicht hier, aber wenn ihr irgendwie ein Handy dabei habt, könnt ihr mal auf corodrogerie.de und dort in die Suche Cashewkerne eintippen und dann auf die Cashew 240er klicken. Dann kann ich euch nämlich so ein bisschen erzählen, woran ich aktuell arbeite und was mich aktuell sehr reizt und was ich sehr spannend finde. Und da haben wir nämlich verschiedene Sektionen und wir glauben, dass man gerade bei Rohstoffen, dass sich die Art und Weise des Verkaufs über die nächsten 5 Jahre ein bisschen ändern wird. Es wird viel transparenter sein, es wird viel offener sein und deswegen haben wir 3 neue Sektionen ins Leben gerufen pro Produkt. Das sieht man auf der Produktdetailseite und zwar einmal die Preisentwicklung, einmal die Spezifikationssektion und einmal die Vergleichssektion. Wenn ihr mal hier bei der Preisentwicklung mal anfangt, das ist eine Sektion, wo wir Preisänderungen über Zeit kommunizieren. Zum Beispiel Südamerika gibt es eine Flut und die Paranusskernpreise steigen. So, Aldi nimmt das komplett aus dem Sortiment, weil die nicht den Preis hochsetzen wollen oder machen halt irgendwie Kontrakte über 1-2 Jahre. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Preis dann 1-1 irgendwie weitergeben und offen kommunizieren, warum der Preis teurer geworden ist. Aber auch Preisänderungen nach unten natürlich weitergeben. Das finden wir ganz spannend. Also wir kommunizieren quasi transparent Preisänderungen an den Kunden. Die Spezifikationssektion bei den Cashews, da sieht man, es gibt nicht nur Cashewkerne, sondern es gibt verschiedene Qualitäten von Cashewkernen. Es gibt größere, es gibt kleinere, es gibt Bruch, es gibt ein bisschen dunklere, die günstiger sind. Das heißt, in der Ja-Packung von Rewe ist was anderes drin als in der Seeberger-Packung. Und das wissen die meisten Kunden gar nicht. Und da irgendwie eine Aufklärung reinzubringen, das transparent zu kommunizieren, haben wir uns auch als Auftrag gesetzt. Und die Vergleichssektion,
da haben wir viel irgendwie diskutiert, mit den Investoren auch gesprochen, wollen wir das eigentlich machen oder nicht, haben uns dazu entschieden und da vergleichen wir quasi unsere Produkte mit vergleichbaren Produkten auf dem Markt. Das heißt, da sieht man unser Erdnussmus im Vergleich zu, also sowas wie im Vergleich.org für Food auf unserer Seite. Das heißt, wir vergleichen unser Erdnussmus mit Erdnussmus von DM Bio, von Alnatura und so weiter und so fort. Oder unsere Suppen mit den Little Lunch Suppen und so weiter. Und genau, das ist für mich aktuell sehr spannend, weil es halt so einen kleinen Twist in die Art und Weise des Handelns, des Food-Einkaufs irgendwie bringt und glaube, dass da in den nächsten Jahren immer mehr passieren wird. Genau. Ja, also der tatsächlich, ich habe ja schon ein bisschen erzählt zum Thema Auslagerung von Unternehmensteilen, also tatsächlich sind so Bereiche wie Logistik komplett ausgelagert, das machen wir komplett nicht mehr selbst, aber das, was Piran gerade erzählt hat, gerade das Herausfinden der einzelnen Spezifikationen, also welche Größe habe ich bei Cashewnüssen eigentlich, ja, es gibt ja verschiedene Größen, welche Produkte muss ich eigentlich einkaufen, das ist das ganze Thema strategischer Einkauf, das machen wir komplett intern. Das ist wirklich eine Komponente, die geben wir halt nicht ab, wollen wir nicht abgeben, um einfach ja, das Know-how einfach auf der Website weiter auch kommunizieren zu können. Und das ist halt super spannend, dass man halt auch schaut, je größer man wird, halt entsprechend auch schlank bleibt. Ja, das ist halt das, was ich den ganzen Tag mache. Wir haben, wie schon gesagt, einen starken Fokus auf diese Prozesse gelegt. Wir versuchen wirklich alles zu automatisieren, was bei Core automatisierbar ist. Also der Gedanke ist eben, bevor ich jemanden einstelle, versuche ich eben diesen Mikroprozess wirklich zu durchdenken. Ja, wirklich zu sagen, brauche ich wirklich eine Person dafür, die das halt täglich macht. Und das haben wir ja, sehr ja, intensiv und exzessiv eigentlich gemacht in der letzten Zeit und sind jetzt auch in Zusammenarbeit mit einem ERP-Hersteller und Central kennt ihr sicherlich, relativ bekanntes Unternehmen, auch ein Startup. Und wir entwickeln jetzt mittlerweile Prozesse mit denen zusammen. Das ist super spannend, dass die quasi für uns einfach eigene Apps, eigene Module einfach bauen, wo wir einfach auch jetzt nicht das Know-how in die Firma reinnehmen wollen, weil das halt zu teuer ist, ja? Sondern wir wollen uns natürlich entsprechend fokussieren auf die Weiterentwicklung. Aber das ist trotzdem super wichtig, ja? Damit man einfach auch, gerade wenn man größer wird, weil die Anforderungen komplexer werden, dann eben nicht anfängt irgendwie ja, ich sag mal, teurer zu werden, ja, was die Kosten angeht, sondern versucht wirklich möglichst schlank zu bleiben. Und ja, da haben wir noch sehr, sehr viel vor. Und ich glaube, da sind wir gerade in einer sehr, sehr spannenden Zeit auch. Was wir auch gerade aktuell machen, ist, wir machen gerade eine Crowd-Investing-Kampagne über Companisto. Haben wir letztes Jahr mal gemacht, jetzt haben wir es nochmal gemacht. Also, wer noch nicht investiert hat, bitte investieren. Bitte mal einloggen und investieren. Genau, also Idee oder Ziel ist es, wir wollen das Kapital, was wir da jetzt einsammeln, größtenteils in Working Capital investieren, weil wir gemerkt haben, dass je größer wir werden, natürlich auch unser Lagerwert steigt und dieses Verhältnis zwischen Kontostand und Lagerinvest ist sehr, sehr kritisch. Da muss man sehr, sehr aufpassen, wie man das halt plant. Und deswegen ist das Ziel, ja, entsprechend darüber sozusagen auch ein bisschen finanziellen Puffer aufzubauen, um dann auch neue Produkte vertikal zu integrieren. Ja, gerade das Überspringen von Handelsstufen frisst halt sehr viel Geld. Ja, also gerade Beispiel Cashew. Wir sind ja jetzt an einem Punkt, wo wir keine Palette mehr einkaufen, sondern einen Container importieren. Und ein Container ja, kostet natürlich ein bisschen mehr. Und dafür brauchen wir eben das Kapital. Und da sind auch viele Insights nochmal drauf, die ihr euch anschauen könnt. Super spannend. Genau. Also falls ihr irgendwie Mangos probieren wollt, wir haben da vorne einen Stand, kommt ihr vorbei, probiert ein paar Mangos oder Nussmuse. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Das war's von uns. So. Lieber Piran, lieber Costa, vielen lieben Dank. Danke. Danke. Ich habe mal eine Frage. Wie sieht's bei euch aus? Was möchtet ihr gerne noch wissen? Ich habe aber eine Frage, und zwar einfach mal so ganz dahingestellt, würdet ihr eigentlich alles nochmal genauso machen? Nee. Also nein. Nein. Wir würden keine Leute übers Arbeitsamt einstellen. Da haben wir irgendwie am Anfang großen Fehler begangen und sehr schnell ohne großen Auswahlprozess Leute eingestellt. Und auch viele falsche Leute eingestellt, die zu uns nicht passen, zu denen wir wiederum nicht passen. Das würden wir anders machen. Wir würden von Anfang an ein bisschen
überlegen, wie wollen wir das Thema Personal eigentlich in Angriff nehmen, weil damit haben wir echt viel zu kämpfen gehabt. Wir haben das gesamte Team einmal ausgetauscht, weil wir natürlich remote gestartet sind und beide quasi von zu Hause gearbeitet haben, sehr, sehr operativen Fokus hatten. Und als wir dann irgendwann angefangen haben, Mitarbeiter einzustellen, haben wir gar nicht gedacht, also kein Mitarbeiter geht in ein Berliner Startup, weil das Gehalt so toll ist. Und da haben wir gemerkt, dass man irgendwie ein bisschen Leadership aufbauen muss und irgendwie Strukturen schaffen muss, dass eine Unternehmung mit Mitarbeitern in einem Office irgendwie funktioniert. Und darüber hätten wir uns, wenn wir es nochmal machen würden, natürlich viel früher Gedanken gemacht. Was macht man denn genau, wenn man merkt, oh, der Mitarbeiter XY passt irgendwie gar nicht so gut in unser Unternehmen? Ich glaube, wenn man irgendwie ein Gefühl hat, so, das passt irgendwie nicht, da muss man, glaube ich, sehr schnell handeln. Also sehr schnell handeln heißt nicht unbedingt rausschmeißen, sondern sehr schnell handeln heißt eigentlich, passt der Mitarbeiter auf die Position oder passt die Position gar nicht zu ihm? Kann man das irgendwie anders matchen? Kann er irgendwo anders einen größeren Beitrag leisten? Und das ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. Wir haben das so ein bisschen schleifen lassen, gerade am Anfang. Ja, schaut man mal irgendwie noch 2-3 Monate und wir haben noch nie erlebt, dass sich das ins Bessere verbessert, ohne dass man handelt. Ja. Und deswegen, sobald wir irgendwie ein mulmiges Gefühl haben, irgendwie passt da irgendwas nicht, handeln wir viel schneller und direkt am nächsten Tag setzen wir uns irgendwie zusammen mit demjenigen oder mit derjenigen und gucken, wie man das irgendwie lösen kann. Ja, also wir haben auch sehr, sehr wenig Zeit in dieses Aufbau-Ding investiert, also mit Mitarbeitern irgendwie Motivation, Teambuilding und so. Man sagt ja, also werden die Kollegen auch bestätigen, die auch, ich sag mal, was Ähnliches machen wie wir. Wir haben das komplett schleifen lassen und das würden wir halt nicht mehr so machen. Ja? Das haben wir jetzt geändert und investieren mehr Zeit in die Leute auch. Ja? Und ja, das hat sich bewährt. Ja? Also wir haben jetzt zum Glück ein gutes Team aufgebaut von 13 Leuten, die festangestellt quasi mit uns Coro weiter vorantreiben. Und ja, es war ein harter Prozess, aber das war wirklich eine Sache, die wir von Anfang an eigentlich anders machen müssen und halt auch versuchen, dieses Operative nicht so krass ausschweifen zu lassen, weil wir beide halt sehr, sehr gerne dieses Prozessding machen. Also wir schließen uns beide sehr, sehr gerne ein in irgendeinen Raum, nehmen Whiteboard und malen irgendwas auf. Das machen wir total gerne, aber das kannst du halt irgendwann nicht mehr so einfach machen. Ne? Und das ist tatsächlich ein Riesen-Learning gewesen. Ja, also die Erfahrung, wie ihr sagt, lehrt so einiges. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ich danke euch sehr, ihr beiden. Und danke euch auch. Ja, sehr, sehr gerne. Okay.